So, los geht's mit einem kurzen Stream Tour de France 2018 Pro Leader Modus. Ja, im Jahr 2022 schon. Hallo, Justi Bisti. So, die Hälfte der Saison kann man sagen ungefähr ist für mich hier schon vorbei. Jetzt haben die Dauphiné. Da sieht man, dass nur mein Fahrer da in einer guten Form ist. Vielleicht bringt es ja was. Und sonst haben wir dann noch die Euro-Tour und Oben-Tour. Und dort muss ich dann versuchen, für die Gesamtwertung noch die Punkte zu sammeln. Hallo, Handballmensch. So, ich würde sagen, fangen wir gleich an. Ja, das war jetzt wieder falsch. Rennen starten. Gucken wir nochmal, wen wir hier zur Auswahl haben. Natürlich so Geschke, Gogenhardt, Herrada. Alle nicht so wirklich gut drauf. Aber bei den anderen sieht es ähnlich aus. Ja. Dann können wir das auch so lassen. Ja, ich streame heute wirklich nur kurz, circa eine Stunde, also bis so kurz vor 20 Uhr. Länger wird es heute leider nicht gehen. Ist leider ein bisschen wegen Arbeit und alles ein bisschen wenig Zeit. Das Wetter spielt natürlich auch ein bisschen eine Rolle. Hallo EK2K-Fan. Und morgen dafür werde ich mehr Zeit haben. Morgen, Samstag und Sonntag wird es dann wohl ein bisschen längere Streams geben. Gut, aber fangen wir jetzt mal das Kriterium du Dauphiné an. Sapp zum vielen Dank fürs Folgen. Ja, Handballmensch, wann kommt das Tour de France Update raus? Tja, gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich kann nebenbei höchstens mal auf der Seite gucken, ob da schon was steht. Le Tour-Games.com. Community, so, ja, ich fahre mit meinem Fahrer erstmal und dann gucken wir mal, ob ich vielleicht wegschicke. Also das Update ist gerade in internen Tests, das neueste Update, so wie es im Forum steht, aber der Rest steht alles auf Französisch da, deswegen kann ich das jetzt nicht auf dem Stegreif alles übersetzen. So. Was machen wir jetzt hier am besten? Ausreißen. Das heißt, ich fahre mit Halvorsen und versuche meinen Fahrer ausreißen zu lassen. Ja, nur Werte ändern. Normalerweise wird es schneller gehen, ja, aber da sind noch ein paar andere Fehler, die noch beseitigt werden. Vor allen Dingen muss ja auch noch der Fehler beseitigt werden mit den Formhöhepunkten. Ist ja leider auch noch problematisch. Hallo, Herr Tana. Wieder fährt einer. Oh, komm schon. Alles wollte ich jetzt auch noch nicht verwenden. Aber wieder ein Fahrer dabei, der eigentlich den Sprints stärker ist. Mal gucken, vielleicht lässt das Feld die Fahrer ein bisschen wegfahren. Ach Gott. Jetzt habe ich, weil ich nicht hingeschaut habe, den Bergsprint verpasst. Aber gut, einen haben wir noch.
2 Minuten 10 nur noch. There will be two and one point for the mountain standings. Kann schon mal alles geben. Ob sie mir folgen können. Ja, Handballmensch, das habe ich auch schon gelesen. Zu Foto Neo Samsic. André Greipel. Ja, die normale Tour werde ich auch nochmal demnächst streamen. Und zwar wollte ich da eigentlich mal ein Stream machen. Und eine komplette Tour in einem Stream durchspielen mit dem Team. Aber wann ich den jetzt mache, das kann ich jetzt noch nicht versprechen. Wann, wie, mit welchem Team, mal schauen. Auf jeden Fall wird es natürlich ein längerer Stream, weil das dauert ja bestimmt 4-5 Stunden, bis so eine Tour durch ist. Aber ja, mal schauen, jetzt werden die anfangen zu sprinten, ja. 14 Sekunden. Okay, dann fange ich jetzt an zu sprinten. Yes, das hat tatsächlich jetzt was gebracht. Der frühe Angriff. Gut. Das. War nicht schlecht. Degenkolbs Fahrrad, okay. Ja, verpflegen muss ich mich ja jetzt nicht mehr. Energie ist ja voll, lohnt, brauche ich mich ja nicht verpflegen, mein Fahrer. Wurde Degenkolbs Rad auf dem Weg nach Glasgow? Zu den Europameisterschaften ist es da verloren gegangen? Wahrscheinlich. So, Zwischensprint. Geht's ein bisschen berghoch. Ah, nee. Da hätte ich noch früher angreifen müssen. So, jetzt kann ich mich tatsächlich noch verpflegen. Na. The peloton should be there for the stage win. The race is entering its final phase. If teams want to cause problems for the sprinters, they're going to have to lay down a heavy tempo on the next climb. So, jetzt probieren wir es nochmal mit einem früheren Angriff. Ah, Mist.
Das wird knapp. Aber reicht. Sehr gut. Puh. War nochmal ein hartes Stück Arbeit jetzt. Wie weit ist das Feld dahinter? 208. Muss ich hier nochmal aufpassen mit der Verpflegung. Ja, Castro Viejo war auf jeden Fall besser als 73. Was greift er hier an, ey? Toll. Soll er nicht mitgehen? Ein bisschen Tempo, Kraft sparen. Was machen wir jetzt? Das Feld ist 2 Minuten 14. So, jetzt wechseln wir nochmal. Etappensieg wird wahrscheinlich eh nichts werden. Dann wenigstens. Noch die Bergwertung holen. Problem ist, wenn jetzt Sanchez von hinten ansprintet, wird es problematisch. Dann werde ich das nicht halten können. Okay, jetzt muss ich hier rausnehmen. Das hat nicht gereicht. Okay, aufpassen, Halvorsen. Gut, dann wechseln wir eigentlich auf Twaits, weil der ist besser drauf. Fahre ich mit ihm und sprint. Oh, er ist relativ weit hinten im Feld. Das ist jetzt natürlich blöd. Glück gehabt. Ja, da werde ich nicht mehr wirklich nach vorne kommen. Hätte ich eher übernehmen müssen. Naja, was soll's. Hallo Nico Boy, ich stream seit ungefähr, noch nicht lange jetzt, seit ein paar Minuten erst, ungefähr 15 Minuten. Das Stream wird halt leider auch nicht so lange gehen, wahrscheinlich noch ungefähr halbe, dreiviertel Stunde.
had no real ambitions for the classification of this stage. At least it can be said is you didn't prove me wrong. So, nee, nächstes Mal muss ich dann schon ab Kilometer 10 den Sprinter wieder übernehmen, um mich da erstmal nach vorne zu arbeiten. So, Bergwertung 6 Punkte. Vielleicht kann ich als Ziel für meinen Fahrer die Bergwertung nehmen. So, kein Ziel erreicht, ist natürlich schade. Ach, das war gerade nur eine Bergwertung der Kategorie 3, die ich gewonnen habe gerade. Deswegen 3 von 5, also ich muss noch 2 gewinnen, um hier wieder einen Punkt nach vorne zu kommen. Und hier eine der Kategorie 1 oder HC und noch 3 der Kategorie 2. Okay, was haben wir bei Flach noch für Ziele? Teamzeit von Kopfsteinpflasterabschnitt. Wird schwierig. Haben wir erstmal noch eine Flachetappe. So, auf jeden Fall schicke ich wieder einen raus. Mein Fahrer diesmal nicht. Als Ausreißer. Da muss er ein bisschen Kraft sparen für die Bergetappen dann. So, den schickt man da jetzt mal weg. Puh, Herada. Der Geschke. Stimmt, Kopfsteinpflaster ist ja bei der Eurotour. Hast du recht, Nico Boy? Da muss mein Fahrer auf jeden Fall auch mitfahren. Und da muss ich halt gucken, dass ich auf jeden Fall immer Zeitlimit mit ihm dann ins Ziel komme. Weil der Wert ist ja ziemlich schlecht, mein Kopfsteinpflasterwert. Und der Flachwert für flaches Terrain. Wer ist jetzt hier eigentlich mein Kapitän? Ich habe eigentlich keinen richtigen Kapitän. Aber ich mache mich mal ja als Kapitän. EK2K. The breakaway is widening the gap. It's good for us since we've got a guy up front. So, Geschke hat es in die Auslassergruppe auf jeden Fall schon mal geschafft. The time gap with the head of the race is stable. Ja, die müssten mal noch so ein bisschen mehr mit Schotterwegen fahren in den Bergen, so richtig den Anstieg hoch. Gab's ja auch schon teilweise. Mach's gut, EK2K-Fan. Ja, eben, so Schotterstraßen, genau. Das wäre mal wieder was, ein bisschen mehr bei der Tour. Das gab's ja beim Giro schon ein paar Mal. Und dann gibt's ja auch das eine Rennen, so ein Vorbereitungsrennen, so ein Klassiker, Strade Bianchi oder wie das heißt. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Da fährt man fast die ganze Zeit nur auf so Schotter. So ein Klassiker im Frühjahr, ich glaube im März, Februar, März irgendwann. Das hatte ich zufällig sogar gesehen, das Rennen, das war hochinteressant. Hat echt Spaß gemacht zuzuschauen. So. Aber jetzt hier gucken, Sprint war mir in dem Fall egal. Das wäre nur für
2:30. Puh, also durchkommen werden sie nicht. Ja, Strade Bianchi, genau, in Italien, ja. So, wie groß ist der Vorsprung? 1,40. Da werden wir nicht durchkommen. Obwohl, das geht. Kurz vorm Ziel noch mal ein bisschen hoch. Vielleicht fahre ich da mit Herrada lieber. Boah, Tempo ist jetzt richtig hoch. Fahr mit Herrada, mal gucken. Ach stimmt, dann bei Menschen mit den, ja, ich kann mich erinnern an die, so ganz leicht erinnern, dass die da in Schwarz-Weiß mal was ausgestrahlt haben. Ein Teil von den, vom Anstieg. Beim Giro. Aber so ganz klassische Etappen. Ah, Col del Finestre ist das mit der Naturstraße, okay. So, 6 Kilometer. So, mal probieren. Vier Sekunden. Oh, wie schnell sind die denn? WTF. Hätten vielleicht noch ein bisschen mehr durchziehen müssen. Hätte nicht gedacht, dass die Sprinter tatsächlich da hochkommen.
for the classification of this stage. The least that can be said is you didn't prove me wrong. Naja, 13. Luis Leon Sanchez, 30 Sekunden. Sechzehnter, naja, gut. So, nächste flache Etappe. Bis bald, Handballmensch. So, ja, jetzt haben wir 3, 4, 4, 4. Hier könnte man tatsächlich wirklich nochmal auf Bergpunkte gehen. Obwohl die Tagesform, boah, die ist auch wieder mies. Schade, schade. Wählen wir erstmal Halvorsen aus und versuchen. So, angreifen gleich ganz früh. Der Rest ist mir eigentlich Wurst. Ja, ich trage gepunktet, genau. Oh, das Feld macht Tempo. Ist schade. Alter, warum macht das Peloton jetzt hier so Tempo, ey? Das ist doch scheiße. Gleich schon wieder hier. So, aber jetzt sind es mehr Fahrer. Valens ist natürlich gegen den Bergsprint zu gewinnen. Das Stuyven wird schwierig. Hallo Perga. Hallo Ole. Ja, stark stellvertretend für Sanchez, genau. Kurz testen. Ziemlich weglassen. Nee, Valens geht mit. Mist. Obwohl. Ole V2006, vielen Dank fürs Folgen. Weil Sanchez im gelben Trikot ist, deswegen stellvertretend. Ein Kilometer noch durchhalten, bitte. Oh nein.
über Paste. Verdammt. Ich bin gerade beim Kriterium du Dauphiné. Racing-Fan Matze94, vielen Dank fürs Folgen. Okay, ne, das brauchen wir jetzt nicht probieren. Dann bin ich hier gleich wieder am Arsch. Ach, das ist echt Mist. Nee, macht keinen Sinn. Soll ich sich ins Feld zurückfallen lassen? Ja, die Tagesform macht echt so viel aus, dass ich jetzt nicht den Hauch einer Chance habe hier mit meinem Fahrergrad. Aber gut, so ist das halt. Und mein Team macht Tempo. Warum das? Och, Leute. Kein Tempo machen. Sind Kräfte sparen. So, schon mal ein paar Leute verpflegen. Jetzt hier irgendwie nach vorne kommen. So, ja, das Tempo ist schon relativ hoch. Könnten... Ja, das Feld wird wahrscheinlich sich teilen. For the peloton. The sprinters have got their team members riding to position themselves and avoid attacks. Just 5 more kilometers. Boah. We are heading for a mass sprint. Whoa.
Dumoulin ist gestürzt. Dort Massensturz, Massensturz. Eieieiei. So, wer ist jetzt noch von meinen Leuten? Ah, oh, mein Fahrer ist gleich blatt. Schade, schade. Geschke sieht noch gut aus. Twaits. Ja, was ist das denn? Jetzt war's scheiße, ey. Aber sind nochmal rangekommen, gut. Garen Thomas. Naja, gut. Bringt jetzt auch nichts mehr. Ach, schade. Schade, schade. Ja, ich muss gucken, dass die Form jetzt in den nächsten Etappen wieder besser ist für meinen Fahrer. Damit ich dann nochmal auf die Bergpunkte gehen kann. Weil das wäre schon gut. Alle in der gleichen Zeit, meine Fahrer? Verliehene Zeitüberschreitung. Eieiei, 11 Minuten. Ja, toll, haben es doch noch alle dann fast in die Zeit geschafft. Ja, super. Also Sanchez weiterhin vorn. Bergtrikot ist immer noch 6 Punkte. Also bin ich immer noch im Bergtrikot. Da tut sich leider nichts. Ah, 3 Kategorie 3 Berge. Obwohl, eigentlich geht es dann hier so richtig los. Naja, mal gucken, wie die Form aussieht. So, jetzt sieht auch die Form schon mal um einiges besser aus. So, Twaits könnte hier der bessere Sprinter sein, weil der ein bisschen besser über den Berg kommt. Form ist zwar wirklich nicht gut, aber ja, mal schauen. Greetings, ladies and gentlemen. This is a stage that could smile on Baroudeurs. With two climbs close to Lyon. The final kilometers are not particularly favorable to sprinters. Whoever's first there to the last is likely to prevail. So, machen wir es jetzt mal andersrum. The breakaway is widening the gap. But there's nobody who's a threat to the overall standings. Mit Le Moine, der ist jetzt nicht gerade der stärkste Fahrer. Wenn ich mit ihm wegkomme, dann könnte das an den Bergwertungen ganz gut aussehen. Feld bleibt noch ruhig, das ist gut. Schade, dass die Verpflegung vor den Bergwertungen ist. Das ist eigentlich schade. The front runners are 10 kilometers from the first intermediate sprint. Is 5 kilometers from the intermediate sprint.
So, Le Mans könnte besser im Sprint sein als ich. Mal sehen. Oder auch nicht. Oder doch. Ja, doch. Schade, schade. Aber gut, wichtiger sind die Bergwertungen. Ja, Greipel zu Fortuneo, das ist doch eine Überraschung, muss ich sagen. Aber ich gehe ganz ehrlich zu, das wird eher natürlich ein Abstieg, ist es auf jeden Fall für Greipel. Und ob er nochmal jemals an die Form kommt von den Jahren zuvor, ist die Frage. Aber er ist dann dadurch natürlich auf jeden Fall sicher bei der Tour de France dabei. Und das ist auch schon mal was wert. Aber wirklich, dass er nochmal an die alten Leistungen von früher anknüpft, glaube ich nicht. Hallo Chopi89, hallo Rafzen. Nee, noch bist du nicht zu spät. Ein paar Minuten streame ich schon noch. Zwar nicht so lange heute, sondern ja, vielleicht noch 20 Minuten, 15 bis 20 Minuten. So, jetzt muss ich ja irgendwie die Bergwertung mir holen. Muss hoffen, dass Le Mans Probleme bekommt. Kann immer noch sprinten. Meine Fresse, ey. Zur Hölle, ey. Ja, Ole, ich streame morgen auf jeden Fall wieder. Dann ein paar Minuten auf jeden Fall länger. Ich muss jetzt irgendwie wegkommen. Wenigstens jetzt geschafft. Mann, Mann, Mann. Hallo, Bötti, 1899. Ja, ich probiere mittlerweile alles Mögliche. 4-5 Kilometer vorm Ziel angreifen, kurz vorm, also vorm Ziel, vor der Bergwertung, kurz davor. Ja, es ist nicht so einfach, aber es hat jetzt schon öfters mal geklappt. Insofern passt das schon. Ich versuche jetzt das Tempo mal hochzuhalten.
dass er vielleicht durch das hohe Tempo am Berg Probleme kriegt. Ja, mein Fahrer ist stark, aber dann muss echt auch die Form passen, sonst ist er noch wirklich leider zu schwach. Die Form nicht passt, funktioniert. Also dann... Ah, jetzt muss ich langsam ein bisschen hier aufpassen. Oh, Le Mans, der hält, boah, der hält gut mit. So, jetzt warten wir mal noch ein bisschen. Mal gucken, ob er versucht anzugreifen. Oh, jetzt wird's flach. Mist. Ah, das war jetzt blöd von mir. Dadurch, dass es jetzt flach war, hatte ich jetzt... Naja, egal. Gogan Hart ist in guter Form, aber nicht wirklich ein Anstieg dabei. Hä? Ist er angegriffen? Okay, dann wechseln wir mal auf. Mit wem probieren wir es denn jetzt? Trades, habe ich gesagt. Nein. Eigentlich sollte er auf die nächste Gruppe warten. Ja, jetzt ist er am Feld. 30 seconds lead for the head of the race. The riders are all back together. Everything will be played out in the final kilometer. Ja, ich habe keine Ahnung, ob Schachmann die Vuelta fährt. Weiß es leider nicht. Ich hoffe es. Er fährt sie, Raffsen. Das wäre natürlich echt gut. Die Deutschland-Tour beginnt kurz vor der Vuelta. Ach, das genaue Datum habe ich jetzt bloß nicht ganz im Kopf. Müsste ich dann erstmal nachgucken. Auf jeden Fall vorne dranbleiben. Greipel von dabei. Oh, mein Fahrer, ja. Hm.
Manuel 99 11 45, danke dir fürs Folgen. So. Wie weit haben wir es noch? 5 Kilometer. Kommt nochmal ein kleiner Anstieg. Massensturz wieder am Feld. Aber jetzt nichts zu sehen. Hier nochmal versuchen, irgendwie wegzukommen. Boah, sind die ganzen Sprinter trotzdem dabei. Komm. Ach, schade. War kein schlechter Sprint diesmal. He's amongst the leading riders this year. Ja, Bergtrikot. Jetzt habe ich es auch offiziell und nicht nur in Vertretung an. Das ist gut, jetzt müsste ich es bloß schaffen, das Bergtrikot bis zum Ende zu verteidigen. Aber es wird schwer. Oh, mein Fahrer ist sogar in der Zeit geblieben. Also in der ersten Gruppe. Sechster Platz Twaits. 16. EK2K. Haben wir schon ein paar Fahrerzeit verloren. Vorragend. Achso, nee, das ist jetzt von der Etappe. Das ist uninteressant. So. Jetzt führt Viviani vor Cavendish. 14. Twaits, 17. mein Fahrer. Ja, mal gucken, was da noch so drin ist. 10 Punkte, 6. Auf jeden Fall hier wieder ein paar Punkte heute geholt. 17. 10 Punkte. Ja, besser als nichts. So, jetzt ist glaube ich noch eine flache. Ja, oh ne. Hügeletappe. Okay, hier schicke ich meinen Fahrer jetzt nicht weg, weil ich glaube, ich muss ein bisschen Kraft sparen. Also ich glaube, Herr Tana, ich glaube nicht, dass ich heute noch eine Folge schaffe aufzunehmen mit Lotto NL bei der Tour. Aber morgen kommt vorm Stream auf jeden Fall noch eine Folge. Heute werde ich dann bloß noch hier den Livestream dann hochladen. Ich habe es heute leider nicht geschafft. Das war dann doch alles etwas eng vom Zeitplan. Mit Arbeiten gehen und so weiter. Aber morgen wieder, wie gewohnt, eine Folge, dann vorm Livestream. So, verteidigen Sie das gepunktete Trikot. Okay, das ist machbar. Oder schickt vielleicht Geschke nochmal weg. Für die Gesamtwertung habe ich ja immerhin noch Herrada bzw. Gogan Hart. Twaits könnte schon fast zu schwer sein, aber Herr Rada, ja, endschnell ist, mal gucken.
distance from the finish, the only climb on the route will be capital. The sprinters will be in great difficulty and the punchers will certainly go on the offensive to try to make it to the finish on their own. So, Guggenhardt schützt mal. So. Apparently the Baroudeurs have a chance to go all the way today. While it is sure that the sprinters will not be concerned by the final battle. Spielak ist mit weggefahren. Teams of both the favorites and the punchers to know whether the Baroudeurs can make it to the end. So, 4 Minuten. Aber das wird wohl nicht ausreichen. Are into the feed zone. Next up will be the intermediate sprint. Time gap stabilized. Ja, hier passiert jetzt gerade wenig bis gar nichts. Ich bin ja echt auch gespannt, wer von Sky bei der Vuelta fährt und wer Kapitän ist. Also was meiner Meinung nach sicher ist, dass Froome nicht fahren wird. Weil das wäre dann die dritte Landesrundfahrt dieses Jahr. Aber was ich fast glaube, dass Geraint Thomas die Vuelta fährt. Und dann ist ja klar, wer Kapitän ist. Die Europameisterschaft, boah, das ist eine schwere Frage, wer die gewinnt oder gewinnen könnte. Weil ich gar nicht weiß, wer so alles für die anderen Länder dabei ist. Wahrscheinlich ist Alexander Christoph als Titelverteidiger dabei. Aus deutscher Sicht Degenkolb der Kapitän. Und ich glaube, das ist ein flacher Kurs, also was für die Sprinter eher. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, ich habe den Kurs noch gar nicht gesehen. Muss ich mir auch nochmal anschauen, genauer anschauen. Wie das, wer da so die Favoriten sind, wer für die anderen Länder so startet. Schwer zu sagen. Also kann ich jetzt noch keine Meinung abgeben. Vielleicht morgen im Stream. Ich werde es mir mal anschauen, wie der Kurs aussieht und wer schon, wer da so feststeht als Fahrer. So, nee, warte mal. Ich wollte hier so mit meinem Fahrer fahren. Gegebenenfalls die Sprintwertung holen, die Bergwertung vielleicht noch irgendwie. Tempo ist extrem hoch. Muss schon wieder Vollgas geben. Ah, jetzt müssen wir mal verpflegen. So, Christoph ist dort vorne. There will be 5, 3, 2 and 1 points to be won for the polka dot jersey at the top of the Côte de Sauvetaire. So. Gianni Moscon, da habe ich halt auch gelesen, der fährt erstmal keine Rennen für Sky, bis wo die UCI da ein Urteil gesprochen hat.
Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. So, immer noch 3 Kilometer bis zum Gipfel. Garen Thomas, der greift an. Es sind Angriffe vorne, aber das Feld ist immer noch 130 Fahrer groß. Buchmann. Nehmen wir jetzt alles schon. Boah, nee, das wird wieder knapp. Tempo ist so hoch. Schon wieder Probleme bekommen. Selbst Dumoulin hat zu kämpfen hier schon ein bisschen. Komm, 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 rette dich. Oh, yes. Puh. Wo ich jetzt meinen Einbruch habe, aber das ist mir egal. Fahrer. So, dann werde ich jetzt mal auf Herrada wechseln. Ich glaube, er ist der schnellste. Endschnellste von meinen Leuten. Oh, die fahren schon wieder Angriffe hier. Bleiben wir mal ein bisschen an Sagan dran. So. Alle wieder zusammen. Da haben wir einen Sagan dran. Oh nee. Naja, gut. Also Sieg war nicht drin. Aber dennoch ein ganz gutes Ergebnis, dass die meisten Fahrer von meinem Team in der vordersten, also in der ersten Gruppe waren. Das passt auf jeden Fall. Und natürlich, dass ich die Bergwertung mir geholt habe. Oh, weißes Trikot auch. Sehr schön.
Na, doch 30 Sekunden verloren. Aber ist schon okay. Jetzt führt Sagan vor Alaphilippe und sechster Platz. Mann, Mann, Mann. Nicht schlecht. 15 Punkte jetzt. 11 Sekunden vor Lopez. Ah, das wird schwer. Ihr dürft mal wieder Punkte gemacht haben. 4, naja gut. So, ja, Regeneration sieht jetzt auch besser aus. Aber hier immer noch nichts. Was brauche ich jetzt noch hier? Einmal noch Kategorie 3 oder 4. Einmal noch Kategorie 1. Zweimal noch Kategorie 2. Also da habe ich hier nochmal, kann ich nochmal 2 Punkte bald schaffen. Ah, Gesamtbergwertung habe ich ja schon. Wenn ich die Bergwertung gewinne, bringt mir das noch nicht mal Punkte. Mist. Ich müsste die Bergwertung der Tour de France gewinnen. Naja. Schade. Das wird eher schwieriger. Ansonsten flach, ja, das haben wir schon gesehen. Naja. Gut, wie sieht's aus? Nantua Chambéry, aber wie ich schon angekündigt habe, heute kurzer Stream. Die nächsten Etappen, die 6., 7., 8., also die entscheidenden Bergetappen, dann morgen im nächsten Livestream, also dann wird es richtig interessant. Dann geht es auch um die Bergwertung, Bergpunkte und vielleicht noch irgendwas in der Gesamtwertung. Mal schauen. Aber für heute war es das erstmal. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid dann morgen auch wieder am Start. Also bis dann. Tschüss.